Hallo Fight-Fans, ich bin der Maxim von Ground & Pound TV und ich bin immer noch bei der neuen Eröffnung von Guidado in Essen. Und neben mir steht Jonas Bildstein, der vor 14 Tagen bei der Submissau gewonnen hat für das Team Anaconda. Jonas, sehr erfolgreich gewesen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich danke euch, danke schön. Hallo. Jonas, was bedeutet es für dich, dass jetzt endlich mal ein Guidado-Laden hier in Nordrhein-Westfalen ist? Für mich persönlich, ich meine, ich wohne immer noch 100 Kilometer weg, ist das... Das ist nicht so die Riesenveränderung, aber generell für alle Leute, die daran interessiert sind und die anfangen wollen, sich leider langsam aufzubauen und die in der Umgebung, ist das auf jeden Fall eine super Sache, weil sowas gibt es einfach noch nicht in Nordrhein-Westfalen in der Richtung, dass wirklich auf Kampfsport fixiert ist und für den Kampfsport ist Nahrungsergänzung sehr, sehr wichtig. Das heißt, so Läden braucht man, gibt es noch nicht. Finde ich gut, dass Cuidado damit jetzt anfängt und auf der Schiene anfängt und da werden die erstmal auf jeden Fall groß rauskommen damit, weil wie gesagt, Konkurrenz gibt es da nicht, Bedarf gibt es auf jeden Fall. Ja, du sagst es gerade von wegen, es gibt also wirklich Equipment, Supplements, alles, was das Herz begehrt für einen Kampfsportler. Ja? Und du hast gesagt, du hast aber auch schon Erfahrung mit Guidado in Hamburg, aber 100 Kilometer Entfernung hier nach Essen, dann kommst du aber vielleicht vorbei für eine Sammelbestellung hier. Ja, vielleicht so oder sonst was. Ich meine, ich weiß ja mittlerweile, was ich brauche, deshalb brauche ich nicht mehr, diese Beratung brauche ich wahrscheinlich nicht mehr, aber für alle anderen, das ist eine super Sache, dass man hier direkt vor Ort beraten werden kann und da einfach informiert ist und nicht einfach wild im Internet rumkauft, wo man ja wirklich ziemlich viel Ramsch kriegt, größtenteils. Das heißt, so ein Laden ist dann schon besser, wenn man gerade irgendwie noch anfängt bei sowas. Ist schon gut. Und Jonas, du hast mir gesteckt gehabt, Bellator, da liegt was in der Luft, ja? Ja, liegt nicht in der Luft, das liegt bei mir am Schreibtisch. Ich habe einen neuen Vertrag für den 24.05. Ich kämpfe gegen Mike Seal in New Orleans bei Bellator. Ich meine, es ist 64, irgendwie sowas. Gegen ziemlich einen Standkämpfer, guter Mann, viele Kämpfe, ich weiß nicht genau wie viele, weil mit dem Kampfrekord von Sherdog stimmt irgendwas nicht, das ist halt so ein Mexikaner aus Tijuana und da weiß natürlich nie, was so abgeht bei denen in den Hinterhöfen. Ich finde auf jeden Fall mehr Kämpfe im Internet, als sie eigentlich gelistet sind. Er ist halt, wie gesagt, auch ein sehr erfahrener Mann, ne, und stark im Stand auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf, freue mich, dass es wieder losgeht auf großer Bühne, das wird auf jeden Fall geil. Ja, jetzt sind wir gerade bei großer Brühe, sind wir gerade bei Essen. Respekt 7 steht vor der Haustür. Wirst du da auch vertreten sein? Ja, ich hoffe doch. Ich bin hier gerade zum ersten Mal in Essen. Das ist eine schöne Stadt. Ich würde hier ganz gerne nochmal so beruflich hinkommen. Also, wenn bei Respekt was ist. Ich habe mich mega gefreut, als eigentlich der Benjamin Brinser, das ist nicht, ne, nicht personal oder so, aber als der ausgefallen ist, ich habe gedacht, da wird dann nochmal schön was frei für mich. Ist nichts draus geworden, aber trotzdem, ich habe nichts zu tun. Bis zum 25. noch viel Zeit. Aber wenn da was frei wird bei Respekt, würde ich wirklich gern mit allen Differenzen, so, da habe ich sowieso nicht so drin gesteckt. Das war eher so ein, ne, hin und her. Da würde ich gerne mal, würde ich auf jeden Fall gerne kämpfen, sehr gerne. Ich meine, da habe ich meinen ersten Kampf gemacht, so, dass nochmal in Deutschland kämpfen, generell für das deutsche Publikum, wo ich einfach auch herkomme. So, ich würde wirklich gerne nochmal in Deutschland kämpfen. Warum nicht auf der größten Veranstaltung Deutschlands? Das wäre natürlich das Beste. Und da ich sowieso Probleme habe, Gegner zu finden, wenn jemand in Deutschland für mich Gegner findet, dann ist das ja wohl Respekt, Ben Helm. Ja, also dann ist das jetzt, ich habe jetzt eben gedacht, von wegen, du willst als Zuschauer kommen, aber das ist jetzt wirklich eine Sache, wo man sagen kann, den Ben Helm jetzt persönlich ansprechen können und sagen, also wenn er was für dich hat, du hättest Bock zu starten und ich glaube, fürs Publikum wäre es super. Ich meine, du bist nicht umsonst einer der allergrößten Talente, die aus Deutschland momentan kommen. Da gehörst du eigentlich auch mit auf die Karte, wo nur Creme de la Creme drauf ist, ne? Wollte gerade sagen, ich fühle mich da auch sehr, ich vermisse mich da selber auch auf der Karte, definitiv, ja. Und du hast gesagt, der erste Kampf hast du da gemacht, da wird sich auch ein bisschen so der Kreis für dich schließen. Ja, das wäre wieder mal ein schöner Abschluss so, bevor es dann halt irgendwie einfach noch mehr überwiegend nach Amerika geht, wäre es einfach mal ein schöner Abschluss. Ist halt das größte Event überhaupt und dann hast du natürlich auch nochmal was hingelegt, nochmal schön für die Deutschen was getan, dass die nochmal auf ihre Kosten kommen halt auch, ne? Und das wäre super für mich, das würde mich auf jeden Fall pushen. Na, ich denke von wegen, das wäre ein riesen Zugewinn für die Karte, aber vor allen Dingen für die Fans, die ja da hinkommen, weil du es selber sagst, von wegen, du bist ein Riesentalent und wann haben die Leute vielleicht nächstes Mal die Chance, dich zu sehen, wäre super, also wir können das unterstützen, also sag's vielleicht nochmal in die Kamera, damit es auch jeder nochmal hört. Ich würde mich freuen, die Zuschauer würden mich freuen. Ben, ich bin am Start. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Jonas. Hast du noch ansonsten irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest, was du sagen möchtest? Nur das Übliche. Ich grüße die Fans, Freunde, alle, die mich unterstützen, alle, die den Sport unterstützen. Ich grüße Gordon Pound für die tolle Arbeit. Ich grüße Abo Abretter und alles gut. Ja, dann möchten wir uns recht herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast, Jonas. Viel Glück, viel Erfolg in der Zukunft und ja.
ja, vielen herzlichen Dank, bleibt dabei, bleibt am Start, wenn ihr weitere Interviews sehen wollt, bei www.gnp-tv.de und kommt einfach vorbei hier in Essen, ihr seht hier die ganze Kampfsportprovinenz, gibt's hier die Klinke in die Hand und kommt vorbei.